Hallo, wie kann ich helfen? Weisen Sie Ihre Mitgliedschaft nach und los geht's. Das Artemis ist eine geheime Klinik für Kriminelle. Ich dachte, Sie hätten damit abgeschlossen. Ich war ausgestiegen, aber Sie wissen ja, wie es ist. Man ist nie draußen mit dem Kopf. Ich dachte, diesen Ort gibt es gar nicht. Wir sind seit 22 Jahren hier. Dieses Krankenhaus ruht auf zwei Grundsätzen. Vertrauen und Regeln. Der Kinocast. Hallo und willkommen hier zur sommerlichen Ausgabe vom Kinocast mit mir im Studio, die Kate. Hallo Kate. Hallo. Der Chris ist auch da. Hallo Chris. Hallo. Hallo. Meine Wenigkeit, der Erik ist auch da. Hallo. Grüße. Hallo. Grüße an euch und Grüße an alle Hörer, die sich diese Sendung jetzt anhören, während sie in der Sonne irgendwo brezeln, weil jetzt die nächste Woche, die wird ja richtig warm. Also ich denke mal, die Hörer sitzen dann irgendwie in der Eisdiele oder im klimatisierten Auto oder liegen an irgendwelchen Stränden und hören sich unsere Sendung an. Ihr könnt ja, wenn ihr Lust habt, mal ein Foto machen, wie ihr gerade den Kinocast konsumiert und mal auf Instagram schicken mit dem Hashtag Raute Kinocast, ne? Also Hashtag Kinocast. Dann gucke ich mal, wenn da was Cooles kommt, werde ich es dann auch irgendwie, kann man das retweeten bei? Ja, irgendwie geht das, ne? Oder zumindest darauf hinweisen. Naja, aber wir haben ja Filme geguckt. Zumindest einen hatten wir in der Sneak. Eigentlich kamen dort sogar zwei, denn es war Doppelsneak. Aber den zweiten haben wir nicht gesehen, über den können wir nur ganz kurz reden. In unserer Sneak lief der Film Hotel Artemis. Das ist ein Film mit Jodie Foster in der Hauptrolle. Und die spielt eine Krankenschwester, die in einem ehemaligen Hotel ihren Dienst tut, was aber mittlerweile umgewidmet ist. Da sind nämlich diese Hotelsuiten keine normalen Zimmer mehr, sondern das dient dazu, um Kriminelle zu verarzten, die, weiß nicht, im Rahmen von irgendwelchen Aktivitäten, was weiß ich, Banküberfällen oder irgendwas, verletzt worden sind oder irgendwelche Auftragskiller, die sich irgendwo verletzt haben. Die können dort so Clubmitglied werden in diesem Hotel und wenn denen halt was passiert, können die dorthin geschafft werden und werden dann mit modernsten Mitteln wieder versucht in Gang zu setzen, dass sie wieder ja, ihrem Tagwerk nachgehen können oder ihrem Nachtwerk. Und in diesem Hotel gibt es eine eiserne Regel, das heißt, oder mehrere eiserne Regeln. Die eine, die ich mitbekommen habe, war, dass die Patienten sich nicht untereinander verletzen dürfen. Wisst ihr noch, was die anderen Regeln waren? Die wurden nur mal so kurz eingeblendet und mal so halb erwähnt. Das war doch irgendwie noch eine ganze Tafel. Ja, niemanden umbringen? Ja. Keine Waffen? Keine Waffen. Genau, die Waffen, genau. Ja. Warte mal, ich gebe mal bei Google ein Hotel Artemis Rules. Vielleicht kommt da irgendwie ein The Rules of the Hotel Artemis. Mord ist gegen die Hausordnung. Mord ist gegen. Das weiß ich auch noch. Kehrwoche machen. So, hier ist sogar ein Screenshot. Gelbe Sektnotstelle. Genau. Hier, while on the premises, no fighting with or killing other patients. Also mit niemandem kämpfen und keine anderen Patienten umbringen. No, das ist halt gewaltfrei, ne? No disrespectful words or actions allowed against Hotel Artemis staff. Also man darf die Bediensteten nicht in irgendeiner Form beleidigen. No guns or any type of weapon permitted through the gates. Also das hatte Kate ja schon gesagt. Also keine Waffen innerhalb des Hauses. Membership must be paid in full and in advance. Also das heißt, die Mitgliedschaft muss vorher bezahlt sein und in Gänze bezahlt sein und im Voraus. Das kann man ganz schlecht lesen. Prior but lapsed members will not be admitted. Ha, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Aber wahrscheinlich welche, die vorher schon mal das verwiesen wurden, die da nicht gefolgt haben, die dürfen nicht mehr rein. Keine Fotos machen oder Videos. No photo or video allowed. No outside food or drink. Man darf nichts zu essen und zu trinken mit reinbringen. Jetzt kann man es ganz schlecht lesen auf dem Screenshot hier. Man darf keine Besucher empfangen, nehme ich mal an, heißt das. Und die letzten zwei kann ich nicht lesen. Hier auf diesem Screenshot, den ich da gefunden habe. Naja, also klare Regeln in diesem Hotel. Und Jodie Foster nimmt das auch alles sehr, sehr ernst. Sie steht in Diensten eines
ziemlich üblen Unterweltkriminellen und leitet für den dieses Hotel. Und wenn dort Leute ankommen, das Hotel befindet sich auch irgendwie in den oberen Etagen eines Hochhauses, dann müssen die auch mit so einem Aufzug hochfahren und dann landen die erstmal in so einer Art Käfig und dort müssen sie erstmal die Waffen abgeben und dort wird erstmal geprüft, ob die im Voraus eben bezahlt haben, bevor die Patienten reingelassen werden. Die zusätzlichen Themen, die noch mit aufgemacht werden, ist, dass die ganze Stadt im Chaos versinkt, denn das Ganze spielt im Jahr 2028, wenn ich mich recht erinnere, und in der Zeit hat eine private Firma die ganze Wasserversorgung sich unter den Nagel gerissen und fängt an, das Wasser zu rationieren oder sogar die Wasserversorgung einzustellen für Großteile der Bevölkerung. Und das führt eben zu Aufständen. Und die Aufstände richten sich gegen diese Firma, die eben die Wasser... Ich nenne es da einfach mal gegen Nestlé... Die eben da die Wasserreserven dort besitzen. Und diese Firma hat ihr Headquarter relativ in der Nähe auch von dem Hotel Artemis, weshalb die Riots, die Aufstände sich dann immer mehr in diese Richtung bewegen. Die futuristischen Polizisten, die dort auch ihren Dienst tun, sehen alle so ein bisschen aus wie bei Half-Life, da mit solchen schwarzen Helmen, mit so einem Licht drin und so. Die können das auch nicht wirklich so eindämmen. Das ist so eine äußere Bedrohung, die immer näher kommt auf dieses Hotel, was wie so eine Oase inmitten des Chaos ist. Und es kommen aber wirklich absolute düstere Gestalten dort an, die verarztet werden müssen und wollen. Und natürlich halten sich auch nicht alle an die Regeln und es gibt halt auch manche, die irgendwie ein Beef miteinander haben, die gleichzeitig dort eingewiesen sind oder die sich von früheren Aufträgen her kennen, die dann vielleicht mal auf gegenseitigen Seiten gestanden haben. Die Jodie Foster Rolle, die Krankenschwester heißt Jean Thomas, alle anderen haben so Decknamen, also die irgendwelche Länder oder Inseln oder sowas beinhalten. Also da gibt es Waikiki, Honolulu und weiß ich nicht, was gab es noch? Everest, Acapulco und so weiter. Die Krankenschwester ist die einzige, die eben wirklich tatsächlich mit Namen auch mal genannt wird. Alle anderen haben diese Decknamen, die dann auch im Abspann so drinstehen. Ein paar Darsteller noch, also Zachary Quinto, der ja zum Beispiel den Spock gespielt hat in der Neuauflage von Raumschiff Enterprise oder in der alten Serie Heroes, den einen Typen gespielt hat, der dann die Leute die Köpfe zum Platzen bringen konnte. Charlie Day ist auch mit dabei. Der ist Insasse in diesem Krankenhaus. Der spielt ja bei It's Always Sunny in Philadelphia mit und hat bei Pacific Rim die Rolle von diesem verrückten Wissenschaftler. Dave Bautista ist mit dabei. Den kennt man am ehesten, denke ich mal, aus Guardians of the Galaxy. Und ja, Jeff Goldblum kann man, glaube ich, auch mit nennen. Der spielt so den Chef von Jodie Foster, der dann auch eines Tages mal eingeliefert werden soll mit einer Verletzung. Und hier kommt dann auch eine Regel zum Tragen, nämlich wenn halt das, also first come, first served, also wer zuerst dort aufschlägt und seine Membership alles bezahlt hat, der wird verarztet und wer halt danach kommt, wenn das Ding voll ist, das Krankenhaus, ja, der kommt halt nicht mehr rein. Und da gibt es dann halt so eine kritische Phase, wo eben ihr eigener Chef eingeliefert werden soll und das Krankenhaus ist aber, glaube ich, fast voll. Und dann blockiert die ganze Truppe von diesem Gangsterboss alle möglichen Türen und belagert dieses Krankenhaus und so lange, bis er dann halt doch reinkommt. Und dann kommen noch ein paar persönliche Themen mit auf, auch aus der Vergangenheit von Jodie Foster. Die will ich jetzt mal natürlich nicht verraten. Und ja, ich weiß nicht, viel mehr möchte ich jetzt nicht. Also es wird viel gekämpft dann auch ein bisschen außerhalb von dem. Es muss geflohen werden, es muss gekämpft werden. Wir haben ja mittlerweile, oder ich habe mittlerweile herausgefunden, das basiert nicht auf einem Comic, während John Wick an dem Hotel Artemis ja deutlich geklaut hat. Der basiert ja auf einem Comic, also Hotel Artemis ist wohl eine
ja, eine eigene Erfindung, also besser gesagt ein Best-of von allen möglichen Filmen. Und ich habe die Woche genutzt, mal so ein bisschen überlegt, was da alles drin vorkommt, wo überall Ideen geklaut wurden. Also zum einen eben John Wick, wo es dieses Hotel gab, wo niemand umbringen darf und wo es auch so Regeln gibt. Snowpiercer fand ich, ist mir noch mit eingefallen, weil da diese ganze, ja, dieses Steampunk-mäßige, wo auch diese ganzen Operationen und so stattfinden, diese Roboter, die haben. Dann natürlich, irgendwie war auch ein bisschen Purge mit dabei, mit diesen ganzen Aufständen, die näher kommen, die immer bedrohlicher werden. Und irgendwie war so eine Mixtur aus allem. Ja, oder? Was meint ihr so? Ja, trifft's in etwa. Also es war so eine Mixtur aus allem. Wobei ich wirklich ganz, ganz groß Jodie Foster hervorheben möchte, die ich sensationell gut fand in diesem Film. Auch ein bisschen also Mut wirklich, zur Hässlichkeit, ne? Ey, sie hat so eine alte Dame einfach gespielt und ich weiß gar nicht, wie oft sie das schon mal gemacht hat, so ältere Damen zu spielen. Wie gesagt, fand ich sensationell, wie sie das gemacht hat. Die ist ihrem Stil so unglaublich treu geblieben. Dieses Rumtippeln und alles ist geil. Also das fand ich richtig, richtig gut. Und der Film hatte, glaube ich, insgesamt extrem viel Potenzial, aber hat gefühlt nichts draus gemacht. Ja. Ich habe noch einen Namen vergessen zu erwähnen. Ich habe gerade mal nachgeschaut hier. Also Jodie Foster, die ist auf jeden Fall nicht so alt, wie sie im Film spielt. Also deswegen Mut zur Hässlichkeit. Und ich habe noch einen Namen vergessen. Sophia Boutea spielt noch die eine Auftragskillerin, die auch in diesem Krankenhaus ist. Ja, hat man zum Beispiel Atomic Blonde oder so gesehen oder in dieser Neuauflage, Tom Cruise Neuauflage von Die Mumie. Also diese, wie ist das von Warner ist es, glaube ich, dieses, wie heißt das, Dark Universe oder so, ne? Was das begründen sollte irgendwie. Aber da hört man auch nichts mehr davon. War das Dark Universe? Ja. Irgendwie so, ne? Ja. Und Kate? Ich fand den ziemlich gut. Ja, das war seine Strecken und er war, finde ich, auch relativ schnell recht hervorsehbar, aber ich fand den einfach gut. Ich fand es mal wieder was anderes. Mir hat es gefallen. Ah. Ich fand die Schauspieler hervorragend. Das stimmt. Also die Schauspieler waren alle ziemlich gut, obwohl die irgendwie so ein bisschen anders besetzt waren, als man sie sonst so kennt. Mhm. Ja. Was ja bei manchen Rollen irgendwie cool ist, wenn du die mal irgendwo anders siehst, wenn du mal jemand, der irgendwie sonst nett ist, wenn du den mal irgendwie als Fiesling siehst oder so. Aber hier war es irgendwie so, weiß nicht, dadurch, dass alle irgendwie so entgegen dem Strich besetzt waren. Also da war eben Charlie Day, der eigentlich sonst immer so ein bisschen der Quatschkopf ist, der Kasper, der hat ja bei Pacific Rim selbst, wenn der da Wissenschaftler, wenn er da mit dem Alien-Gehirn da rum experimentiert, und bei Sunny oder so, und hier spielt er halt irgend so einen fiesen Typen da, der immer komische Sachen raushaut. Jeff Goldblum, der ist vielleicht noch am ehesten so, wo man sagt, ja, den können wir uns noch abkaufen, aber Zachary Quinto da, diesen dümmlichen Sohn vom Gangsterboss da, ich weiß nicht. Irgendwie war das alles irgendwie so, jetzt besetzen wir die mal so und da werden sie alle denken, hui, was hat denn der da gemacht? Ja. Außer Sophia Boutea, richtig, die hat ja, gesagt, ja in den anderen Filmen auch schon relativ knackige Rollen gespielt. Wie gesagt, gebe ich dir halt echt vollkommen recht, weil, wie gesagt, unglaublich viel Potenzial eigentlich, auch von den Schauspielern her eigentlich, aber zu wenig draus gemacht im Endeffekt, meiner Meinung nach. Es war irgendwie nicht so ganz stimmig, irgendwas hat mir gefehlt. Ich fand das Ende nicht gut. Das Ende doof. Ich fand das Ende doof. Ich überlege gerade, das war da eigentlich gerade noch mit das Beste, fand ich. Ja, viel schlimmer hat mich eigentlich so, das war alles so kammerspielmäßig. Ich meine, wenn man sieht, dass der Film, der hat irgendwie in Anführungszeichen nur 15 Millionen gekostet, was ja heutzutage eher Peanuts sind bei irgendwelchen großen Hollywood-Produktionen. Ja,
Ich hätte mir da schon gewünscht, dass irgendwie ein bisschen mehr passiert in diesem Hotel oder in diesem insgesamt, dass da ein paar mehr Personen sind. Das war eher so kammerspielmäßig. Es waren immer irgendwie dieselben Personen, die aufeinander gehockt haben und dann gab es halt so ein bisschen Bedrohung von außen. Der Einzige, der eine wirklich coole Rolle hatte, war eben Dave Bautista, der so ein bisschen, ja, weiß nicht, ihren Bodyguard spielt. Jodie Fosters Bodyguard. Aber irgendwie auf so eine liebenswerte, aber doch brachiale Art und Weise. Ja. Ja. Das trifft's, ja. Also, wie gesagt, es ist von den Ansätzen her auch, die als dann dieser Anruf kommt mit, oh ja, Patient X oder was, oder der Code Red und alles, von den Ansätzen her echt, du denkst dir, boah, aber er macht nichts draus. Er macht einfach nichts draus. Es ist einfach schade. Ich finde, so viel Potenzial ist so verschenkt. Es ist so, ja, Glückwunsch, du hast zwar jetzt deinen Abschluss, aber es ist jetzt nicht wirklich besser wie eine 4. Ja. Echt coole Ideen, aber so richtig Kracher war es nicht. Ich hatte von dem Film vorher schon mal irgendwas gehört. Ich glaube, Jodie Foster war für irgendwas nominiert, irgendwie eine Rolle. Für irgendeinen Preis nominiert. Deswegen hatte ich irgendwie Hotel Artemis, Jodie Foster irgendwie schon mal gehört, aber also hätte es auf jeden Fall einen verdient gehabt. Oder weiß nicht, der Film wird ja noch laufen und dann hat sie ja noch die Möglichkeit, was zu verdienen. Ich glaube aber, Einspielergebnis, wenn ich das sehe, also 15 Millionen hat er gekostet. In den USA hat er bis jetzt gerade mal 6,7 Millionen eingespielt und weltweit gerade mal 8. Also selbst bei dem geringen Budget, ja, schon ein ziemlicher Flop. Jetzt gucke ich mal bei Box Office Mojo. Mal gucken, was die so sagen zu Hotel Artemis. Die haben manchmal noch ein bisschen aktuellere Zahlen. Das waren gerade die aus der IMDb. Na, nee, hier sind es dieselben Zahlen. Wahrscheinlich ziehen die das auch daher. Ja, gerade mal 8 Millionen weltweit. Okay, in manchen Ländern startet er erst noch. Deutschland und so. Aber ja, also war nichts für mich. Also ich habe ja nach dem Film auch gesagt, ich muss den erstmal setzen lassen. Das war so komisch irgendwie, der Film. Ich muss erstmal irgendwie den irgendwie ein bisschen ordnen in meinen Gedanken, um erstmal zu sehen, hat er mir jetzt so gefallen oder hat mich da jetzt irgendwas dran gereizt, dass ich den vielleicht nochmal schauen möchte, dass es den jetzt über das Mittelmaß hinweg hebt. Und da habe ich mir jetzt ehrlich die Frage beantwortet mit Nein. Und deswegen kriegt er von mir 5 Punkte. Ich sehe das ähnlich wie du, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil eben nichts draus gemacht. Im Endeffekt allerdings habe ich ihm 6 Punkte gegeben, wegen der für mich immer noch sensationellen Performance von Jodie Foster. Ich fand ihn gut. Ich fand alle Schauspieler gut. Ich fand nur das Ende doof. Deswegen kriegt er von mir 7 Punkte. Ja, dann ist ja jetzt eine kleine Bandbreite abgedeckt zwischen gut und, naja, okay. Jetzt können sich die Hörer ihre eigene Meinung bilden. Ich habe die Kollegen von Leinwandperlen gehört, die hatten den ja auch in der Sneak, die hatten den schon besprochen in ihrer Sendung. Und bei denen ist auch eher so, naja, fanden die auch nicht so. Chris, hast du da einen Überblick, wie die so abgestimmt haben? Kannst du das so ungefähr... Abgestimmt haben sie, sieben, ja, auch so. 5, 6, 7, oh ja, das liegt ja auch alles in dem Bereich, sehe ich gerade, ne? Es liegt alles in dem Bereich, also kein 10er dabei, aber schlechter wie 5 wird es auch nicht. Also aber 8 und 9 gibt es sogar auch, guck mal. Ja, also irgendwie polarisiert schon ein bisschen, jetzt nicht zu stark, das zwischen ganz schlecht und ganz top, sondern eher so polarisiert so ein bisschen im Mittelfeld hin und her, dass die Nadel so hin und her schlägt, aber genau. Ja, ich denke mal, den muss man auch nicht unbedingt im Kino sehen. Da war jetzt nichts dabei, wo ich sage, boah, das hat jetzt eine große Leinwand gebraucht. Die sind dann zwar ein paar Mal in irgendwelchen Szenen auf dem Dach, wo man so ein bisschen die Skyline sieht und so, aber naja. Nee, kann man durchaus, denke ich mal, auch im Heimkino mal nachholen, wenn das dann erscheint. Ja. Ach, ja. Ich habe ja hier sogar was. Ja, gut, das, was ich hier geschrieben habe in unserer Facebook-Gruppe, das habe ich ja eigentlich alles schon. Ach, Hostel habe ich noch mit reingebracht. Warum eigentlich? Weiß gar nicht. Ach, Oldboy. Ja, Oldboy. Wegen diesen Kampfszenen, die es da manchmal gab. Also sind so Kampfszenen, die, ich nenne jetzt mal keine Namen, wer da kämpft und warum und weshalb, wieso und wie es entsteht. Aber da sieht man halt so Gänge
wo halt gekämpft wird. Und das ist dann immer so dieses typische, wie bei Oldboy, da kommen dann halt immer nur so ein, zwei Leute an, die Person gerade noch so bewältigen kann. Ja, es kommen nicht etwa alle auf einmal irgendwie. Nein, die warten immer im Hintergrund irgendwo. So ungefähr ist es hier auch gewesen, ja. Naja. Durchwachsener Film. Wie sehen denn die Hinweise für morgen aus und die dazugehörigen Tipps? Die Hinweise, so viele Hinweise gibt es gar nicht. Es ist ein Wort für die nächste Sneak. Für die Sneak 959 lautet nämlich der Tipp ganz schlicht und einfach verbarrikadiert. Und Kate, was sind da so die Tipps? Es gibt genau drei Tipps und ich glaube, dass gleich der erste der richtige sein wird, denn die Cathy Wu hat getippt Breaking In. Und das könnte tatsächlich sein, denn hier wird eine Mutter aus dem Haus ihres Großvaters ausgesperrt werden, darin Diebe sich an einem Tresor zu schaffen machen. Und sie muss wieder reinkommen, um ihre Kinder zu retten. Und das, glaube ich, könnte dann schon sehr gut zu verbarrikadiert passen. Dann hat noch der Martin getippt, einfach, glaube ich, spaßeshalber eher, Meg, also M-E-G, das ist dieser neue Hai-Film mit diesem Megalodon. So, also das wäre auch cool. Ja, ja, den würde ich gerne sehen. Und du, Erik, du hast noch Equalizer 2 getippt. Ach stimmt, ja. Da haben wir gestern den Trailer gesehen, da weiß ich jetzt nicht, was das mit verbarrikadiert zu tun haben könnte. Weiß ich auch nicht, wollte ich nur mal in den Ring werfen. Ja, nee, weiß den nicht. Den willst du halt sehen, ne? Ja, den würde ich gerne sehen. Und der lief auch, glaube ich, irgendwo in der Sneak, habe ich in der WhatsApp-Gruppe gesehen. Deswegen, ich sehe gerade hier die... In diesem Breaking-In-Film, die Hauptdarstellerin, das ist die, die Frau vom, jetzt muss ich überlegen, glaube von Will Smith in Bad Boys gespielt hatte. Okay, hat auch hier diversen, bei Flash Forward hat sie auch mitgespielt. Naja, so ein Home-Invasion-Film. Naja, mal gucken. Dann lieber den Hai-Film. Hai-Filme sind immer ganz gut. Ich glaube, der sah ziemlich quatschig aus. Das könnte ganz gut werden. Ihr habt jetzt keine weiteren gesehenen Filme drinstehen. Dann würde ich mal mit einem starten, den ich jetzt mal nachgeholt habe im Heimkino. Nämlich Plötzlich Papa. Und Original Demain to Commence und im Englischen Two is a Family. Hast du ihn endlich angeschaut, ja? Achso, den hattest du mal besprochen, kann das sein? Ja, oder? Den hatte ich dir empfohlen. Stimmt, ich hatte mir den aufgenommen, jetzt hatte ich ihn irgendwie auf der Festplatte hier entdeckt gehabt. Dann brauche ich ja gar nicht so lange, wenn wir den schon mal hatten. Ich war mir jetzt nicht mehr sicher. Omar Sy, bekannt aus Ziemlich beste Freunde und aus gefühlt fast allen französischen Komödien der letzten Jahre, spielt jemanden, der, ich glaube, in Südfrankreich ja, so Bootstouren macht, so Tagesbootstouren und hat da ein ziemlich lockeres Leben und genießt seine Zeit und hat immer mit Frauen zu tun und geht in Clubs und so weiter. Und eines Tages schlägt bei ihm eine Frau auf und mit einem kleinen Kind, kleines Mädchen. Und ja, sie lässt dann das Kind einfach bei ihm und haut ab und er weiß gar nicht, was los ist. Er versucht sie dann irgendwie zu finden und es stellt sich wohl raus mit, sie sagt sie ihm, glaube ich, noch, dass das sein Kind wäre und dass sie mal was miteinander hatten oder so. Er kann sich da schon gar nicht mehr dran erinnern. Und er begibt sich dann nach London, um die Frau ausfindig zu machen, aber alle Anknüpfungspunkte funktionieren nicht, er findet sie nicht und er kommt dann bei einem Filmproduzenten unter und wird dann zum Stuntman zunächst, weil er doch ein bisschen körperlich fit ist und er bekommt dann auch so eine Rolle in so einer Art 24-Serie, die auch ganz gut läuft und die Zeit springt dann immer, das Kind wächst langsam heran und wird älter und älter und älter und irgendwann tritt natürlich die Mutter auch mal wieder ins Leben und in der Zwischenzeit hat er nämlich immer seiner Tochter da so ein bisschen was vorgeflunkert, was die Mutter wirklich macht und warum die nicht da ist und so, damit sie nicht ganz so traurig ist. Er sagt dann, ja, sie wäre so irgendwie Geheimagentin und schreibt über ihr Facebook ihre Nachrichten und ja, schreibt dann, ja, ich bin jetzt gerade hier in Moskau und so, ich kann jetzt nicht und die Tochter sagt natürlich immer, sie möchte die Mama mal sehen und irgendwann klappt es dann halt und dann kommen noch einige auch, ja, nicht so schöne Sachen auch und
Ja, ich fand den, ich dachte erst, da erwartet mich jetzt so viel Klamauk, so drei Männer und ein Baby mäßig, so nach dem Motto, hui, da jemand, der überhaupt nichts mit Kindern sich auskennt, kriegt jetzt auf einmal ein Kind und muss nur gucken hier, wie geht das jetzt mit Windeln und das und dies und jenes. Diese Phasen überspringt dieser Film zum Glück und ja, er hält sich wirklich an sehr schönen Szenen auch fest, wie er sich dann kümmert und wie er dann auch so Fuß fasst in London und natürlich sind auch ein paar lustige Szenen drin und dann schwenkt der Film so ein bisschen um und schlägt dann deutlich ernstere Töne an, die dem Film aber auch sehr gut stehen und bis hin zu einem Finale, was man am Anfang überhaupt nicht kommen sieht, ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr sehenswerter Film, der einen, wenn man selbst Kinder hat, nimmt es einen ganz schön mit, sowas. Was da so passiert, ja. Aber gerade dann, also mich nimmt das jetzt sowieso immer, wenn ich da im Film irgendwas sehe mit Kindern und so, oh, das ist immer ganz furchtbar. Ja, also empfehlenswerter Film, brauche ich jetzt nicht so lange. Extrem schöner Film eigentlich, ja. Auch, ne? Also, wie gesagt, das Ende ist halt echt traurig, aber trotzdem, ja. Einfach eine schöne erzählte Geschichte. Ja, ich finde natürlich den deutschen Titel, der weckt ein bisschen falsche Erwartungen. Das weckt halt wirklich Erwartungen wie drei Männer und ein Baby, plus halt jetzt ein Mann, ein Baby, plötzlich Papa, ups, was ist jetzt hier? Und so, aber ja. Also schaut ihn mal an, wenn ihr die Möglichkeit habt. Vielleicht läuft er auch irgendwann jetzt im Free TV, bestimmt müsst ihr langsam von der Zeit her dran sein. Oder in dem Streaming-Service eures geringsten Misstrauens. Und wenn wir den schon so kurz abgehandelt haben, kann ich noch einen zweiten bringen, den ich jetzt mal geschaut habe, während ich meine Buchhaltung gemacht habe, meine ganzen Sachen abgeheftet habe, habe ich einen Film geschaut, der heißt Kill Switch. Zusatztitel Two Worlds Collide. Und das ist nicht der Film mit Steven Seagal. Wenn man nach Kill Switch sucht, dann kommt irgend so ein Steven Seagal-Film. Es ist ein US-deutsche niederländische Koproduktion. Und hier geht es darum, dass eine Energiequelle gefunden werden soll in Form eines Paralleluniversums. Und da werden so zwei riesige Teile da gebaut in den Niederlanden irgendwo. Und dann schalten die das an irgendeinem Tag ein und beziehen dann quasi aus diesem Paralleluniversum irgendwie die Energie. Und es wird ein Pilot rekrutiert, der schon mal auch ein Astronaut, ein ehemaliger NASA-Pilot, der dort in der Nähe lebt und der wird von dieser Firma Alterplex rekrutiert. Der soll nämlich in dieses Paralleluniversum reisen und dort den sogenannten Killswitch, also den Ausschalter, mal zur Sicherheit mitnehmen und halt gucken, dass da alles okay ist in dem Paralleluniversum. Falls nicht, soll er halt den Killswitch drücken, damit das wieder zusammenbricht. Und der Film ist gar nicht so scheiße, wie er aussieht und wie er klingt. Ich fand vor allem, der Film hat sehr viele so First-Person-Sequenzen. Also, ich weiß nicht, Chris, du spielst ja auch viel. Wenn du so zum Beispiel Mass Effect oder irgend sowas oder Call of Duty oder so, du hast halt sehr viele so wirklich lange, lange Sequenzen, wo du wirklich nur siehst, wo du seine Hände irgendwie siehst, wo er irgendwas macht, wo irgendwas eingeblendet wird, gerade wenn er sich dann da bewegt. Das ist schon irgendwie extrem cool gemacht. Die ganze Story ist ein bisschen Banane, aber gerade so die Effekte, auch dann in dieser Parallelwelt, wenn dann so Flugzeuge und Raumschiffe und sowas, weil die Parallelwelt, die ist sehr ähnlich unserer Welt und bloß, dass halt dort dort sind so Aufstände ausgebrochen, weil denen wird natürlich die Energie abgezogen und so weiter. Und da sind sehr viele, das erinnert ein bisschen hier Hotel Artemis und so, ne? Und er muss sich da irgendwie so durchkämpfen, muss zu dieser Zentrale von Alterplex in dieser alternativen Realität vordringen und da diesen Killswitch in Gang setzen. Und fightet sich dann so durch, findet dann auch noch ein paar Verbündete. Das Ganze ist natürlich auch jetzt kein guter Film, aber ich habe ja auch immer mal Mut zu solchen B-Movie-Produktionen, die ein bisschen trashig sind. Ich fand aber gerade für so eine B-Produktion hat schon gerade so diese First-Person-Sequenzen sind verdammt gut gemacht. Also wenn dann wirklich das so eingeblendet wird, das sieht jetzt nicht irgendwie billig aus oder so, sieht richtig cool aus und ist gut gemacht. Und auch so die
meistens sehen ja die Explosionen dann irgendwie komisch aus, bei irgendwie so Billigproduktionen. Die sehen aber auch richtig gut aus. Kann man durchaus mal gucken. Also ich habe das, glaube ich, auf Sci-Fi oder wo der kam hier irgendwo, hatte ich mir den vor ein paar Wochen mal aufgenommen. Also Kill Switch. Vielleicht gibt es den auch. Ich werfe mal gerade einen Blick bei wer streamt es. Vielleicht gibt es den irgendwo. Kill Switch von 2017 oder so. Gratisinhalte. Nee, ist gerade nicht als Gratisinhalt verfügbar. Doch bei Sky. Bei Sky Go so verfügbar. In der. Ja. Also kann man mal einen Blick reinwerfen. Ist jetzt keine Offenbarung. Also von mir irgendwie 6 Punkte oder so. Ja. Fand ich ein bisschen unterhaltsamer als Artemis. Hat mich aber jetzt gar nicht abgeholt von dem, was du erzählt hast. Muss ich auch ehrlich sagen. Also weiß nicht. Also ein bisschen videospielmäßig, weißt du, irgendwie so Half-Life. Ja, du hast es verglichen mit Call of Duty, da war ich raus. Nee, so, ja, ich meinte so von der Perspektive her, dass da ja, immer so Head-Up-Displays eingeblendet werden und letzten Endes ist es so, ja, fast ein bisschen wie Half-Life, was ist das, mit dieser Zitadelle, wo sie hinkommen müssen in diesem einen Add-on. Ja, ganz witzig, kann man ja mal einen Trailer angucken und dann entscheiden, ob man es guckt oder nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich das geguckt habe. Es klang irgendwie interessant von der Geschichte her. Ne? Jo, okay, das waren die gesehenen Filme. Liebe Hörer, falls ihr davon was gesehen habt, plötzlich Papa oder Killswitch, dann lasst mal einen Kommentar da. Sagt mal, wie ihr das so fandet. Jetzt würden wir mal einen Blick reinwerfen in die neuen Trailer, die so erschienen sind. Das waren ja in letzter Zeit einige, weil in den USA war ja die Comic-Con und hat einige Trailer ausgespuckt. Und die Kate ist, glaube ich, ganz heiß. Auf welchen? Fantastische Tierwesen 2. Grindelwald. Ja. Ich bin ja jetzt nicht ganz so fit bei Harry Potter. Am Anfang wird aber Dumbledore genannt. Das hat doch irgendwas mit Harry Potter zu tun, ne? Richtig, ganz genau. Also ist ja jetzt nicht weiß. Ist das jetzt wieder viel näher dran an dem Harry Potter-Universum? Oder? Ja, es ist grundsätzlich sehr nah dran, denn die Fantastischen Tierwesen spielt lange Zeit vor der Geburt von Harry Potter, ja, und vor der Zeit von seinen Eltern und so. Das spielt relativ weit vorne, denn im ersten Teil lernen wir Newt Scamander kennen, der später dieses Schulbuch Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind, schreibt, was dann später im Unterricht in der Welt von Harry Potter gelehrt wird, ja. So. Mhm. Und zu der Zeit ist Newt aber immer noch auf Reisen und lernt Tierwesen kennen und rettet die und wird immer wieder in so Geschichten verstrickt, wie jetzt zum Beispiel im letzten Teil, da kam er nach New York und da ist ein bisschen was Blödes passiert, da sind ihm ein paar von seinen Tierwesen abhanden gekommen und die musste er dann wieder einsammeln und dann fing da eben auch diese ganze Geschichte mit Gellert Grindelwald an, denn Gellert Grindelwald ist ein sehr mächtiger Zauberer und war so ein bisschen das Böse vor Voldemort und hat auch wirklich, es heißt ja, der zweite Teil heißt ja schon Grindelwalds Verbrechen, Grindelwalds Crimes, hat wirklich schlimme Dinge getan und wir sind quasi jetzt in dieser Zeit, wo das alles beginnt, denn Gellert Grindelwald war früher mit Dumbledore befreundet und je erwachsener beide wurden, desto mehr haben die beiden sich von ihrer Art zu denken und von ihren Prinzipien voneinander entfernt. Und nun ist es so, dass Gellert Grindelwald nicht mehr zu den Guten gehört und Dumbledore und ein paar andere, die man schon kennt aus von den Namen her, müssen jetzt versuchen ihn aufzuhalten, weil sie ihn eben am besten kennen. Und Newt stolpert da quasi so ein bisschen rein, denn Newt Scamander war früher Schüler natürlich in Hogwarts und auch Schüler von Dumbledore, denn Dumbledore ist ja nicht immer Schulleiter gewesen, er war früher Lehrer. Und er schaut sich so ein bisschen so seine besten Schüler so um sich, ne? Und bittet Newt, ihm auch zu helfen, hier gegen Grindelwald vorzugehen. Und das ist jetzt so quasi der erste Teil von diesem Grindelwalds Verbrechen. Ja? Und ja, gespielt wird Grindelwald, wie wir schon im letzten Teil feststellen konnten, von Johnny Depp. War ich am Anfang überhaupt nicht glücklich mit dieser Besetzung. Die Umsetzung im ersten Teil hat es dann aber besser gemacht. Und jetzt im zweiten Teil kommt er natürlich viel stärker zu tragen. Genauso wie Eddie Redmayne als Newt Scamander
und Jude Law als Dumbledore, was ich richtig feier. Oh. Auch bekannte Gesichter wie die Tina und die Queenie sind wieder dabei. Genauso ist Credence, gespielt von Ezra Miller, wieder mit dabei. Und ja, Zoe Kravitz kriegt eine Rolle. Es taucht auch endlich Nicholas Flamel auf, den wir aus den Harry Potter Geschichten kennen. Der hat nämlich damals den Stein der Weisen entdeckt und ist auch ein guter Freund von Dumbledore. Der kriegt dort auch jetzt eine Rolle und ein Gesicht verpasst, was es bisher nicht gab. Gab ihn immer nur als Namen, aber nie als Gesicht. Ich freue mich. Ich bin so gespannt. Der Trailer wirkt viel, viel düsterer als noch der erste Teil von Fantasy-Tierwesen. Das ist... ich freue mich richtig drauf. Der geht jetzt, glaube ich, richtig Action. Ich meine, der Fantasy-Tierwesen 1, der war so eine schöne Einführung, ja, in diese Tierwesenwelt, wir lernen Newt Scamander kennen und fangen an, in diese Welt von Gellert Grindelwald einzutauchen. Und jetzt geht's endlich los. Also, jetzt fangen wir richtig an und der Trailer sieht Hammer aus. Wir sind teilweise in Hogwarts, dann sind wir auch mal wieder in London, dann wieder zurück in New York. Also, wir spielen hier auf verschiedenen Ebenen. Das sehe ich jetzt nur anhand des Trailers. Und ich habe richtig Bock drauf. Das hört man dir an. Entschuldigung. Also kannst du ja dann dich überzeugen. Am 15.11. startet der Film in den deutschen Kinos. Vielleicht sehen wir den vorher in der Sneak Preview. Glaube ich auch nicht. Glaube ich nicht, nein. Wir haben ja noch mehr Trailer geguckt. Dem Chris habe ich mal einen aufgedrückt, nämlich Shazam. 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 Und das hat jetzt nichts mit der Musikerkennung zu tun. Nee. So, Shazam. Shazam ist die nächste Comic-Verfilmung, diesmal aus dem DC Extended Universe. Und ich tue mir extrem schwer mit dem Trailer. Also ich fange jetzt nicht an, das alles aufzulisten, dass Shazam eigentlich auch... Shazam basiert übrigens auf einer Figur namens Captain Marvel. Oh. Und jetzt kommt der verwirrende Teil, Captain Marvel aus den DC Comics. Ja. Wird jetzt erstmal kommen und Captain Marvel kommt nächstes Jahr noch auch ein Film? Ja, vollkommen richtig. Ist eine längere Geschichte, gehe ich jetzt aber nicht drauf ein. Bei Shazam ist es so, ein kleiner Waisenjunge für gewöhnlich, also ist eigentlich ein kleiner Waisenjunge, bekommt so Superkräfte übertragen und eigentlich auch seine ganze Familie im Nachhinein. Und der muss halt, wie gesagt, nur Shazam sagen, dann verwandelt er sich in einen Superhelden, der halt Kräfte hat. Keine Ahnung, was sie ihm jetzt alles geben. Also ich glaube, fliegen kann er nicht wirklich im Trailer. Ja, er fliegt so ein bisschen hoch und er fliegt aber, so ein bisschen, lernen, aber auch nicht so richtig. Er kann Handys aufladen im Vorbeilaufen. Ja, und kaputt machen. Also ich habe jetzt den Trailer gesehen und ich muss wirklich sagen, ich habe ein bisschen Angst davor, weil man versucht, meiner Meinung nach, also Shazam wird gespielt von Zachary Levi und ich weiß nicht, ich finde, dass das ganze Outfit an Shazam in dem Fall, finde ich, ach, sieht das war Zachary Levi. Ich dachte, mir kommt er bekannt vor. Der hat den Chuck gespielt. Ja, genau. Ja. Ach, okay. Ich habe die ganze Zeit gedacht, mir kommt mir bekannt vor. Sorry, ich habe dich gerade rausgebracht. Ja, genau. und ich finde, das Kostüm sieht schon nicht so wirklich gut aus, also im Vergleich zu dem Shazam, wie man ihn aus den Comics kennt. Da werden jetzt wahrscheinlich einige widersprechen und sagen, gar keine Ahnung, ist für mich einfach so. Und das Ganze ist mir viel zu heiti-teiti lustig aufgebaut. Ja, es wirkt für mich so, als will DC, habe ich ja nur mitbekommen, die sind ja eher so etwas die ernsteren Stoffe, ne? Und ja, das wollen sie schon versuchen, so ein bisschen klamaukig, damit sie wieder ein bisschen Zuschauerpotenziale zurückgewinnen. So wirkt das für mich. Genau, klamaukig, ja. Aber ja. Halt nicht auf eine, ja, genau. Nicht auf eine wirklich gute Art, finde ich. Also ich habe bei dem Trailer, den ich gesehen habe, habe ich mich gefragt, hey, warum habt ihr nicht gleich Brandon Fraser dafür verpflichtet und den da reingesteckt und den irgendwelchen Blödsinn machen lassen? Das ist alt. Wahrscheinlich, ja. Ja. Ich vom ersten Gefühl her, von dem Trailer aus, muss ich sagen, viel Potenzial gehabt und komplett hergeschenkt. Weißt du, wen sie hätte nehmen müssen? Den Typ hier, Parsons hier, Jim Parsons von Big Bang Parsons. Wie gesagt,
Ich konnte mit dem Trailer nicht so viel anfangen. Mir fehlt da wirklich so ein bisschen beim ersten Trailer. Also es fängt ganz cool an eigentlich. Wirkt zuerst ganz cool, nur nee, geht sich für mich nicht aus. Und dass du da immer noch, ich habe mich auch so ein bisschen an den Film Big erinnert mit Tom Hanks. Oh, lang ist es her. Daran hat es mich auch so ein Stück weit erinnert und nur halt auf so ein bisschen Blödelklamauk. Ich weiß nicht, wo das DC Universe oder Extended Universe dahin möchte, in welche Richtung. Möchten sie einfach mal so einen Blödsinn-Superhelden-Film machen? Dann hätte ich auch The Tick irgendwie als Film mal machen können. Wollen sie auf die Schiene gehen von Deadpool? Das werden sie auf gar keinen Fall packen, weil Deadpool ist eine ganz, ganz eigene Liga und ich weiß nicht, wie gesagt, wo sie damit Shazam hinwollen. Der erste Trailer hat mir auf jeden Fall alles gemacht, aber keinen Bock auf den Film. Ja. Ja, ich bin da ein bisschen gemischt. Weiß nicht. Könnte vielleicht. Ich warte mal noch die weiteren Trailer ab. Vielleicht kriegen sie noch irgendwie die Kurve. Ich meine, die werden ja nicht die einzigen sein, die so drüber urteilen. Und gerade Comic-Con, wenn sie den da veröffentlicht haben, da werden sie schon Gegenwind bekommen in der Richtung. Vielleicht. Also soweit wird der Film noch nicht sein, dass der irgendwie fast fertig ist oder so. Dann haben sie vielleicht noch... Ja, wie gesagt, man darf nicht vergessen, es ist ja quasi ein Teenager, ein Jugendlicher in Superhelden-Manier. Und klar ist es da viel Blödsinn noch im Kopf. Und ja, nur... Ich glaube, ich hätte lieber einen Chuck-Kinofilm gesehen. Aber ich habe den Trailer ja vorhin auch gesehen. Wie alt ist denn dieser Junge? Der wirkt für mich nicht wie ein Teenager. Der also wird irgendwie... Ich hab's falsch gesehen oder er ist erst 11. Wenn er das Wort sagt, dann wird er irgendwie älter. Kann das sein? Ja, genau. Ja, wenn er Shazam sagt, dann verwandelt er sich halt. Aber, ja, aber wie alt ist denn dieses Kind? Der kommt doch da von diesen Pflegeeltern, ist in der Schule noch irgendwie und... Weil ich finde, der ist viel zu jung dafür. Und dann verwandelt er sich in einen Erwachsenen quasi, aber hat den Blödsinn im Kopf von einem Kind. Bin ich seltsam. Naja, gut. Das hat für mich überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Okay. Ja. Dann machen wir gleich mal mit dem nächsten Superhelden-Trailer weiter von der Comic-Con, nämlich Aquaman. Und ich habe lange Zeit gedacht, Aquaman, den Film, das ist nur eine Erfindung von der Serie Entourage, denn die wollen da auch immer so einen Aquaman-Film drehen, dachte ich, oh Gott, was ist denn das für ein Blödsinn? Also die hatten da auch immer so die Geschichte mit Unterwasser und so Superheld und so. Dachte ich, oh Gott, wer guckt sich denn so eine Wassermann-Geschichte an? Jetzt kommt tatsächlich so ein Film, also gibt es ja offensichtlich auch im DC-Universe so ein Wassermann. Und ich kann mit dem Trailer jetzt nichts anfangen. Das ist... Echt jetzt? Das ist sowas von nichts für mich irgendwie mit diesem ich weiß nicht, das finde ich so komisch da. Das ist jetzt nichts, was mich jetzt reizt, also von diesem ersten Trailer her. Ich muss dazu sagen, es ist auch häufig gewesen bei manchen Filmen, da hat mich der erste Trailer auch nicht so gereizt, dann kam irgendwie ein anderer, der einen anderen Aspekt gezeigt hat. Ich meine, das hat immerhin James Wan gedreht, dem traue ich schon einiges Gutes zu, und Jason Momoa von Game of Thrones hier, der Khaleesi-Mann, der Mann von der Khaleesi, nee, wie hieß der? Ja, der da, erste Staffel. Ja. Alle wissen Bescheid. Außer mir. Der da, die blonde Drachenkönigin da erstmal. Der über und über. Ja, was? Erstmal was? Erstmal heiratet. Geheiratet. So. Genau. Und dann wird sie ja die Königin von diesem Reitervolk da. Naja. Aber das ist irgendwie so mit Atlantis und irgendwie, ich weiß nicht, das war mir irgendwie alles nix. Also hat euch das gefallen? Ich höre da raus, euch hat's gefallen. Ja. Okay. Man muss dazu sagen, es hört sich jetzt total bescheuert an, aber ich mochte schon immer so Unterwasserwelten. Also ich bin ein totaler Ariel-Fan und ich mag das auch selber und ich bin vom Sternzeichen Wasser. Nein, ich weiß, es hört sich jetzt total blöd an, nur ich bin ja vom Sternzeichen Wassermann. Und so, ich finde es total geil. Und ich finde es zwar, also ich persönlich würde nie irgendwo im Meer tauchen wollen, in irgendwelche Untiefen. Und ich muss immer sehen, was um mich rum ist, wenn ich im Wasser bin, weil ich echt Angst habe vor Haien oder so. Aber diese fiktiven Welten, die es da so gibt, ne, mit diesen
dass die auf Haien reiten und diese Unterwasserwelt und auch diese Art, wie man unter Wasser ist, also wenn die Haare dann so schwimmen im Wasser und ich finde das voll geil. Aber The Shape of Water fandst du nicht so gut, ne? Ja, der Shape of Water spielt auch nicht in der Unterwasserwelt. So. Boah, hier ist der neue Trailer zu Aquaman. Boah, Aquaman, boah. Jetzt habe ich Bock auf Ariel. Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber ich habe schon immer so eine Affinität für diese Welt, für diese Unterwasserwelt gehabt. Und das hört sich jetzt auch bescheuert an. Aber als Kind wollte ich nur eine einzige Barbie und die habe ich bekommen und das war die Ariel. Das war die Ariel-Barbie. Alle anderen waren mir scheißegal. Ich wollte nur diese Ariel haben. Okay. Ja? Und mit der habe ich dann auch immer gebadet. So, und... Ich finde es geil. Also klar, es gibt dieses typische Zitat aus Big Bang Theory, das lautet, Aquaman ist scheiße, aber ich finde den Trailer so geil und ich finde Jason Momoa einfach lecker. Das ist halt, nein, das ist ja, also ihr zieht Gal Gadot mit den Augen aus, ja? Ich gucke mir Jason Momoa an. Sophia Boutère. So. So. Die hübsche Algerierin aus Hotel Artemis. Ja, also ich habe da richtig Bock auf den Film und ich habe mich jetzt echt auf den Trailer gefreut. Na, ich warte mal auf den, vielleicht gibt es da noch einen weiteren. Also ich bin ja Sternzeichen Fische, mir hat er nicht gefallen. Ja. Ja, nee, ich weiß nicht, wie so gut. Ich möchte aber auch noch kurz was sagen. Also ich fand den Anfang von dem Trailer fand ich sehr cool. Den war cool, wo der Haie sind immer gut, wo die Haie gegen das Aquarium, boah, knack und alle so, oh. Und dann die ganzen Fische dastehen, das fand ich schon ziemlich imposant. Das fand ich ein ziemlich geiles Bild. Das hat mir sehr gut gefallen. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, wo ich allerdings jetzt wirklich nochmal nachgucken musste, ob ich da richtig liege, ist Amber Heard mit roten Haaren. Ja. Alter Schwede, warum macht die das nicht immer so? Also bisher war Amber Heard so, ja, okay, gibt's auch, ganz nett, aber mit roten Haaren, boah. Pretty nice. Erik, weißt du, wovon ich rede? Nein, ne? Amber Heard mit roten Haaren, ja, habe ich gesehen im Trailer. Ja. Hast du gesehen, ne? Ja, sah gut aus. Das ist nice. Ja, das sah gut aus, ne? Sah gut aus. Ja, muss man auch mal sagen. Ich warte trotzdem mal auf einen weiteren Trailer. Das war jetzt, vielleicht haut es mich dann um oder so. Ja, vielleicht gibt es auch momentan einen Amber Heard mit roten Haaren und weißem T-Shirt im Wasser-Trailer. Wer weiß das schon? Das Problem ist, auch unter Wasser gibt es halt nicht so viele Explosionen und so, weißt du? Doch, da schon. Aber Haie, die reiten auf Haien. Haie, ja. Naja, Hallo. Also... Hat eigentlich von euch jemand den neuen Godzilla-Trailer gesehen? Ja, oh, ich auch. Nee. Und da spielt die von die Ding, die Eleven spielt da mit. Hab ich nicht gesehen. Godzilla, Eleven. Was gibt's da? Ein Film? King of Monsters. Auch wieder vom selben Regisseur da? King of the Monsters. Mit Eleven. Okay, werde ich mir nach der Sendung mal anschauen. Das hätte ich natürlich wahrscheinlich... Das furchtbar heißt Elfie. Ich wahrscheinlich am liebsten angeguckt da. Nachdem ich jetzt am Wochenende kam auf ProSieben... Pacific Rim, das fand ich ja wieder voll geil. Also ich muss sagen, es ist ein Unterschied von dem ersten Teil. Der erste Teil ist so saugeil, vor allem wie der auch aufgebaut wird mit den Nachrichten und wie da die Welt und so weiter. Und der zweite Teil, der ist so schlecht im Vergleich dazu, ganz schlimm. So gehen die Meinungen auseinander. Ich fand den ersten schon echt mies. Der erste ist cool. Mit Jägern. So ein Quatsch da. Ja. Ich gucke mir mal Godzilla an, die anderen... Trailer werde ich mal verlinken, also sprich Shazam, Fantastische Tierwesen 2, Aquaman, ach ja, Happy Time Murders haben wir noch gar nicht. Happy Time Murders. Das sagt mir doch was. Das ist der Film, der wird aufgebaut mit, ja, irgendwie die Muppets, erst haben sie hier das und das gemacht. Oh. Und jetzt ein neuer Melissa McCarthy-Film. Nein, ist das mies gewesen. Und da sind die Muppets. Alter Schwede. Die spielen dann irgendwie so... Ja, aber das sind doch keine Original-Muppets, oder? Nee, aber die sagen das, aber das ist irgendwie Muppets. Ja, das habe ich auch gedacht, aber also das kann doch eigentlich nicht sein, dass das... Also nee. Ich kann mir nicht vorstellen, also dass dich halt Disney für so einen Puppen, Scheiß hergibt. Sagen wir so, Puppen sind das. Und die sind halt wirklich extrem obszön und so, was die alles raushauen. Und das ist irgendwie das Einzige, auf was das Ding fußt hier. Ganz, ganz furchtbar. Also ich werde auch mal mit verlinken, den Trailer. Ansonsten, ganz, ganz furchtbar, ist ganz gar untertrieben. Also, boah. Ich habe sowieso gesagt, ich gucke keinen Melissa McCarthy-Film mehr an. Ja, das erstmal das. Und ich habe jetzt
Ohne Spaß, ich habe die letzten zwei Tage, habe ich mal wieder mit Gilmore Girls von Anfang an angefangen. Und ich muss sagen, ich wünsche sie mir so sehr zurück. Die war so eine tolle Schauspielerin, die hat so eine tolle Rolle verkörpert. Die war so lieb und ach, die sieht ja auch ganz anders aus mittlerweile. Also die hat sich doch mindestens zweimal operieren lassen. Also sie muss sich irgendwas im Gesicht was machen hat lassen. Weil wenn ich jetzt die alten Folgen von Gilmore Girls angucke, das sind Welten. Auch von ihrem ganzen Auftreten her. Klar, es ist eine Rolle, die sie spielt, aber trotzdem. Und ich ertrage keine Melissa McCarthy-Filme mehr. Das ist so schlimm. Kann ich jetzt, dadurch, dass ich Gilmore Girls nicht, kann ich jetzt nicht, hänge ich ein bisschen in der Luft. Okay, genug gehasst. Best of Suki St. James. Okay. Jetzt bestimmt ein... Aber da muss man doch ein bisschen reinfinden in die ganze Sache, bevor man hier irgendwie was lustig oder gut findet oder so. Naja. Nee, die ist auch so lustig. Ja, na, vielleicht. Ja. Kannst ja mal einen Link schicken, dann gucke ich mal. Okay, das war's soweit zu den Trailern. Geschätzte Hörer, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst, ob ihr die Trailer gesehen habt und wie ihr sie so fandet, ob ihr da reingehen wollt oder nicht. Hopp oder top, kurz gesagt. Und dann machen wir einfach mal weiter. Ich weiß nicht, Rätselecke, die Auflösung? Auflösung, ja. Und dann spiele ich doch mal den Jingle ein. Rätselecke. So, ich habe E-Mails bekommen. Mehrere. Oh, das deutet nach also, mehreren, ja. Ja, also, muss ich mal kurz filtern hier. Genau, der Rainer hat mir wieder geschrieben. Der Rainer ist ein sehr fleißiger E-Mail-Schreiber. Jede Woche kriegt man ja eine E-Mail, da freue ich mich immer sehr drüber. Und er hat diesmal getippt auf Haussitter, Lügen haben schöne Beine mit Goldie Hawn. Oh, den hatte ich mal in der Sneak. Das war richtig, das war meine Filmbeschreibung. Den hatte ich mal in der Sneak, habe ich irgendwie total vergessen. So, und dann, ja. Ach, warte mal, ich glaube, das war doch nur eine Mail. Das andere war die Hirnsuppen-Mail. Ach so, okay. Ja. Dann machen wir gleich weiter mit dem Briefkasten. Ja. Briefkasten. Da ist nämlich neben den Kommentaren, die auf der Webseite eingegangen sind, ist bei der Kate ein Audiokommentar eingegangen. Den werde ich jetzt gern mal abspielen. Achtung, auf geht's. Ja, hallo Ken, hier ist der Oliver mal wieder. Ich wollte zu dem Dr. Mabuse-Film und der letzte Besprechung doch auch noch eine Kleinigkeit beitragen. Wir sind zwar diese Wallace-nachvertonte Filme von Dodokai jetzt nicht unbedingt so am Herzen gelegen, aber ich wollte zu dem Thema mit der Hirnsuppe unbedingt was beitragen. Und zwar gibt es da ein schönes Zitat im Schwäbischen. Und zwar besagt dieses Zitat, ein gescheiter Hirnsuppe hat einem Dummen noch nie geschadet. Und das habe ich gedacht, sollte man doch unsere oder eure Hörer eigentlich nicht vorenthalten. Danke. Das ist natürlich richtig. Irgendwie, ja. Das Zitat kenne ich auch, aber irgendwie nicht mit Hirnsuppe. Irgendwie, irgendwas hat jemand noch nicht geschadet. Irgendwie. Schlag auf Hinterkopf oder was das war, keine Ahnung. Ja, Chris, du hast auch noch irgendwie eine Info bekommen, ne? Von Thema Hirnsuppe. Hirnsuppe gab es früher wohl bei der Hochzeit. Bei der Hochzig gab es gute Hirnsuppe. Mhm. Ja, aber ich weiß nicht, ob es das heute noch so gibt. Also so, wenn man da überlegt, dass man geputztes Schweinehirn nimmt vom Metzger. Also oh, Schweinehirn. Früher hat man halt echt aus Alice-Ebbes gemacht. Aber Schweinehirn auch noch, okay. Ja, deswegen, ja. Also, naja, vielleicht kann ja jemand von den geschätzten Hörern. Also der Oliver, vielen Dank für deinen Kommentar. Die Frage an dich, Oliver, du scheinst da ja ein bisschen firm zu sein im ganzen Thema. Hast du sowas schon mal probiert? Also ich habe auch so jetzt mal in der letzten Zeit mal ein bisschen, wo ich über den Film erzählt habe, im Kollegenkreis und so, habe ich auch davon erzählt und habe auch gesagt, sag mal, hast du das jemals probiert hier? Nein, also hat irgendwie noch nie jemand. Entweder ist es so verpönt, dass es keiner sagt, dass es probiert hat, oder es hat wirklich noch keiner irgendwie probiert. Tja, wer weiß. Also, wenn das schon mal jemand probiert hat, dann kann er ja mal eine Nachricht da lassen. Kommentar. Ansonsten haben wir auch noch ein paar Kommentare bekommen. Der Rainer hatte nämlich gesagt, in Köln heißt der sichere Platz beim Fangenspielen Freio. Freio, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Auf Kölsch kann ich nicht.
Chris, du hast das, glaube ich, ins Spiel gebracht, das Thema, wie der Platz hieß. Ja, mit Botte. 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 Botte kenne ich nur ein paar alte Schuhe. Freio. Ein paar alte Schuhe hießen bei uns Botten. Aber Freio, Freio ist auch. Freio. Hm. Das Kind da drüben steht Freio. Ah, du kannst es ja richtig gut, ja. Oder? Ich habe ihn dann gleich mal noch gefragt, wie denn der letzte Kanten vom Brot in Köln heißt, weil das ist ja auch regional extrem unterschiedlich. Und er meint aber, da gibt es keinen extra Namen dafür. Also bei Frankele. Wie? Frankele heißt das. Frankele. Da gibt es selbst in Thüringen, wo ich ja herkomme, gibt es selbst da Unterschiede. Also aus der Ecke, wo ich herkomme, hieß das Remftel. Remftel, irgendwie von Rand oder so wahrscheinlich. Remftel. Was soll das sein? Remftel? Remftel, ja. Was ist das für eine Sprache hier? Remftel und... Das kenne ich so als Knäusle. Knäusle, ja. Bei meiner Frau, die ja aus dem westlichen Teil von Thüringen kommt, da hieß das Vieze. Also, aber mit IE geschrieben. Aber das Knäusle? Das Knäusle übrigens ist auch die Spitze vom Ellbogen. Oh, jetzt haben wir das Knäusle nachgeschlagen. Ja, das stimmt. Das Knäusle. Okay. Also nur die Spitze vom Ellbogen, das ist ja quasi eine das Sache. Knäusle. Eine Sache, die medizinisch gar nicht definiert ist. Da muss man ja quasi das schwäbische Wort nehmen, oder? Wie würde das auf Hochdeutsch heißen, die Spitze vom Ellbogen? Spitze vom Ellbogen. Ja, der Musikknochen. Ah, Ellbogengelenk. Okay. Einfach Ellbogenspitze, oder? Also schwäbisch für Anfänger hier bei uns. Der Dodo Kai bekommt wahrscheinlich das kalte Grauen hier gerade. Oder feuchte Augen, weil er sich so freut. Er fand es übrigens total toll, habe ich mitbekommen. Der hat nämlich unsere Sendung da retweetet und sich darüber bemerkbar gemacht. Hat geschrieben, dass es toll findet, dass wir Black Panther nur 7/10 gegeben haben und seinem Film 10/10. Also, ich meine, naja, du musst auch richtig sagen. Also ja. Wie hat er gesagt? Der hat nämlich geschrieben, die Leute vom Kinocast haben Black Panther so 6 oder 7/10 Sternle verliehen. Die 1000 Glotzbäbe vom Dr. Mabuse haben ja 10/10. So ist's recht. Ja, so ist recht. Kann man so ist sagen. Recht. Auf jeden Fall, Kate, du kannst ihn noch nachholen. Der läuft in Ludwigsburg hier gleich um der Ecke da irgendwie im Sommerkino demnächst. Der läuft auch in Hamburg auf dem Open Air, habe ich gesehen. Hamburg. Das fände ich ja super spannend. In Hamburg. Naja. Hamburg, ja. Die sind alle so völlig ratlos. Und ich werde mal gucken, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe tatsächlich vor, nach Hamburg. Am 30. August, Donnerstag, in die Premiere zu gehen ins Gloria. Okay, ja, ist bestimmt nicht schlecht. Also, 30. August, das ist ein Donnerstag, ja. Schon Donnerstag, Donnerstich, Dostich. Kannst du mal die größten Witze reinspoilern? Kenn ich schon. Oh, jetzt kenn ich, lustig. Kenn ich schon. Achtung, Achtung, jetzt wird's lustig. Ja, genau so. Aufpassen. Aufgemerkt. Jawohl. Ja, in dem Sinne, ja, 1000 Klotzböbel. Also ich habe den schon etliche Male jetzt empfohlen, den Film. Ich hoffe, da gehen wir. Ich habe mich gerade gefragt, weil es gibt ja bei den Innenstadtkinos Stuttgart, Entschuldigung, jetzt Werbung hier zu machen, aber es gibt ja immer den Monday Originals. Läuft der dann da auch? Eigentlich ja, ne? Obwohl, nee, eigentlich original. Ich glaube deswegen, ich habe mich ja gefragt, warum der zum Beispiel nicht in der IMDb ist. Ich glaube, diese Remix-Version, die kommen da nicht rein. In die IMDb. Ich glaube, das machen die da nicht. Mir ist gerade aufgefallen, wir haben ja die Filmstarts und die Charts gar nicht. Das werden wir jetzt mal nachholen. Ich habe mich schon gewundert, warum wir hier schon fast am Ende sind. Aber machen wir das jetzt. Kinocharts und Neustarts. Gott, ist noch so laut gewesen vom Oliver seiner Hirnsuppe hier. In Stuttgart auf Platz 10 Love, Simon. Platz 9 Sicario 2. Platz 8, übrigens die beiden hatten wir jeweils in der Sendung ausführlich vorgestellt. Platz 8, meine teuflisch gute Freundin. Platz 7, The First Purge. Platz 6, Ocean's 8, auch ausführlich vorgestellt. Platz 5, Mamma Mia, Here We Go Again. Platz 4, Die Farbe des Horizonts. Platz 3, Jurassic World, Das gefallene Königreich. Platz 2, Hotel Transylvanien 3, ein Monsterurlaub. Platz 1, Skyscraper in Stuttgart. Hey. Und gucke ich gleich mal, wie es in den USA aussieht. Oh, da ist Hotel Transylvania auf Platz 1. Hotel Transylvania, Summer Vacation.
45 Millionen eingespielt. Platz 2 in den USA, Ant-Man and the Wasp. Incredibles 2 läuft auch. Und irgendwas dabei, was wir nicht haben? Nee. Was läuft denn an diese Woche? 26.07. Habt ihr ein Kreuz im Kalender? Ant-Man and the Wasp mit Evangeline. Wasp? Wie wird das ausgesprochen? Wasp. Genau. Evangeline Wasp. Julie. Keine Ahnung. Wasp. 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 Keine Ahnung. Ant-Man and the Wasp. Das heißt doch Wespe. Ant-Man and und die Wefzk. Heißt doch Wespe. Ameisenmaar und Wefzk. Genau. das wird bestimmt extrem cool. Startet jetzt mit Michael Douglas und Paul Rudd und Evangeline Lilly. Papillon startet mit Charlie Hunnam und Rami Malek, den man kennt aus Mr. Robot aus der Serie. Ein Remake von dem durchaus bekannten Filmklassiker. Catch Me läuft auch noch an. Der lief parallel bei uns in der Sneak Preview. In der Sneak 2. Parallel zu Hotel Artemis. Da geht es um ein Fangenspiel. Also ein paar Freunde, die spielen Fangen und einer, der ist irgendwie noch nie gefangen worden oder so. Und das Spiel läuft halt immer noch und die sind jetzt mittlerweile erwachsen. Ja. Oder wie es hier steht, Komödie mit Jeremy Renner, Ed Helms und John Hamm als alte Schulfreunde, die sich jedes Jahr treffen, um eine extreme Version des Kinderspiels Fangen zu spielen. Soll übrigens ganz lustig gewesen sein, weil die Steff hatte das wohl in der Sneak Preview gehabt. Hotel Artemis startet auch. Haben wir ja jetzt ausführlich drüber geredet. Ein Lied in Gottes Ohr, den habe ich da, glaube ich, alleine in der Sneak gesehen gehabt. Den fand ich ja sehr, sehr lustig. Das ist eine Wiederaufführung, der läuft nicht überall. Der läuft auch. Fridas Sommer, prämiertes Familien- und Coming-of-Age-Drama um die 6-jährige Frida, die nach dem Verlust ihrer Mutter einen Sommer bei ihrem Onkel auf dem Land verbringt. Ja, das waren die Neustarts diese Woche. Ich denke mal, die Ant-Man and the Wasp, mal gucken, vielleicht schaffen wir das ja, da mal reinzugehen. Jo. Ansonsten werfe ich mal einen Blick noch in die die Steff hatte, glaube ich, in der Facebook-Gruppe oder irgendwo kommentiert mit Catch Me, genau. Sie hat geschrieben, hättet ihr vielleicht lieber in die andere Sneak gehen sollen. Vielleicht hätte euch das besser gefallen. Ich hatte Catch Me in Reutlingen in der Sneak. Schade, dass ihr den nicht gesehen habt. Es gab nämlich so Filmreferenzen und ich komme nicht drauf, aus welchem Film das war. Ja, kann ich auch nicht beantworten. Hätte ich wenigstens eine Andeutung gebraucht, um da irgendwie hinzukommen. Naja, ich werfe mal einen Blick, was so über die Amazon Affiliate Links gekauft worden ist, die bei uns auf der Seite sind und womit hier der Kinocast unterstützt wird. Was ist denn das? Stadt der Särge, Sonderedition. Stadt der Särge. Ach, John Sinclair, Hörspiel, nehme ich an, weil es eine CD ist. Twilight Mysteries, Folge 5, Abiliator. Folge 6, Gregula, ist auch Twilight Mysteries. Pulp Fiction hat jemand bestellt auf DVD. Ja, DVD, hier steht's. Was ist das? Ein Bollerwagen mit 68 Kilogramm Tragkraft. Wow. faltbar. Das ist ja witzig. Geeignet für Ausflüge und Festivals. Handwagen. Nicht schlecht. Sehr cool. Den kann man zusammenfalten, der ist dann so wie eine Tragetasche. Fetzt ja. Was ist das? 4x500 ml Flasche Sterilium Handreiniger, Handdesinfektionsmittel. Aha. Was für die Leute so alles. Also stellt irgendwie keiner so die DVDs, die ich so empfehle, aber alle so total kurios. Samsung MZ76, was ist denn das? Ach, eine Festplatte. Eine Festplatte und ein USB-Hub-Netzteil. Atolla 4-Port. Ah, genau. So, auf der einen Seite USB 3.0 und dann macht das 2.4.4 USB 3.0 draus. Auch nicht schlecht. Cool. Vielen Dank an alle, die Affiliate-Links genutzt haben. Das unterstützt den KinoCast. Wenn ihr noch weitere Möglichkeiten finden wollt, uns zu unterstützen, findet ihr es einfach auf kinocast.net ganz oben. Da gibt es einen Punkt. Danke für die Unterstützung. Und ansonsten könnt ihr uns auch einfach so unterstützen, indem ihr zum Beispiel Kommentare schreibt, unsere Facebook-Sachen teilt,
Facebook-Fan werdet von KinoCast. Geld in Briefumschläge packt und uns schickt. Ja, oder Koffer. Geld in Koffer. oder auch Bitcoin gibt es auch. Hat bis jetzt noch nie jemand gemacht. Kann man auch mal machen. Sei du der Erste. Genau, sei der Erste. Jetzt. Sei der Erste. Wir würden uns aber auch über Schokoladengeschenke freuen. Ich meine, ich habe das ja nicht zu. Mich haben ein paar Leute gefragt, ah, sag mal hier Bitcoin und so. Hier. Und da habe ich das eingerichtet, oh, hat keiner gemacht seitdem. Ne? die haben gemeint, ja, das wäre ganz leicht und so, da kann man dir das überweisen. Ne? Okay, naja, dann halt nicht. Okay, dann sind wir eigentlich durch, denke ich mal, oder habe ich noch irgendwas vergessen? Nö. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Dann vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Vielen Dank an die Hörer fürs Zuhören. Bis nächste Woche dann. Seid gespannt, was ihr dann hier zu hören bekommt für Filme und für Trailer-Empfehlungen. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao. Bis bald im KinoCast.